70er, 80er, das ist ganz eine lässige Musik, die gefällt eigentlich jung und alt. Die Jungen von mit 16 aufwärts, die kennen die Lieder auch noch von früher. Und richtige Stimmungsmusik. Und auch der Style ist cool. Es sieht alles so bunt und alles so flippig, nicht? Eigentlich super Sache. Also in diesem Jahr haben wir uns etwas ganz Spezielles überlegt. Wir haben uns gedacht, wir nehmen mal einen Partybus. Das ist mal was anderes, das gefällt den Leuten. Ich glaube, das kommt sicherlich auch gut an. Landjugend steht für die Gemeinschaft der Jungen und mich freut es einfach, wenn einfach ein junger Haufen so beieinander ist, so wie da jetzt an der Landjugend. Und es ist einfach alles schön, wenn man so ein Fest organisiert wie da und das hilft jeder zusammen und das, sowas freut mich einfach. Wir sind ein Haufen junge Leute und haben ganz eine super Kameradschaft. Die haben sehr viel Soziales im Jahr, wir machen Nikolaus-Hausbesuche, Seniorennachmittag, Erntedankfest und natürlich die Kameradschaft kommt auch nicht zu kurz. Ausflüge und so weiter. Also die grösste Motivation ist eigentlich die Gemeinschaft, die netten Leute. Gute Freunde habe ich da kennengelernt in dieser Zeit. Viel erlebt, nette Ausflüge gehabt und einfach ja, super Zeit gehabt. Ja, einfach die Gemeinschaft, einmal was anderes erleben, mit Leuten, besonders auch mit jüngeren Leuten, einmal etwas zu unternehmen und etwas zu machen. Und es taugt mir einfach dabei und ich bin gerne Ortsleiterin gewesen. Im September sind zwar Neuwahler und dort lassen wir uns dann überraschen, was rauskommt. Ja, und wir möchten uns noch ganz fest bei allen den Sponsoren bedanken, die uns Jahr für Jahr tatkräftig unterstützen. Hotel Sonne, Gemeinde, Tourismusverband, Zahlbo, Tischlerei Katrin und kaum vergessen möchte ich all, möchte uns ganz fest bedanken. Danke. Und ich möchte mich noch bei den ganz vielen jungen Leuten bedanken, die uns alle fest auf dem Fest mithelfen. Egal, ob es letztes Jahr Reinhard Fenrich gewesen ist oder jetzt wieder die 70er-80er Party. Und wir hoffen, dass der Verein noch weiterhin super bleibt. Danke.